Ja, hallo zusammen, willkommen zurück auf den Kanal. Ja, Weihnachten steht quasi vor der Tür und die Zeit wird knapp mit der Vorbereitung fürs neue Becken und damit das da nicht zu stressig wird zwischen Weihnachten und Neujahr, möchte ich dann schon mal zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar die ganzen Rohrleitungen mit Zitronensäure entkalkt. Da war richtig dick was an Verunreinigung drin. Also ich glaube, da ist beim Vorbesitzer irgendwas mit der Dosierung wahrscheinlich schief gelaufen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass in der kurzen Zeit, die das Becken da auf dem Buckel hatte, dass das so dermaßen verunreinigt war. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall mit dem Ventil, da habt ihr mir auch geschrieben, dass ich das austauschen soll. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit gehört, dass das bei vielen Probleme bereitet, mit Gluckern und Einstellen nicht so gut und so weiter. Ich habe dann auch mal im Internet gelesen, wie man das überhaupt am besten reinigen kann, falls man das doch drin lässt. Und hier sind so Gummipropfen von beiden Seiten. Und da kann man ohne Probleme das Ganze auseinanderschrauben. In Hälfte quasi so teilen und dann kann man sehen, was da an Verunreinigungen ist und eventuell sauber machen. Das habe ich gemacht und habe mich auch sehr erschrocken. Ich blende euch das auch mal jetzt ein. Und ja, aber Gott sei Dank konnte ich das alles super entfernen. Ich habe dann die Enden der Rohre mit Frischhaltefolie umwickelt einmal und mit Gummi befestigt, um das abzudichten auf einer Seite und habe die mit Zitronensäure gefüllt und das ging eigentlich alles sehr gut ab. Das war alles komplett weiß da drin und jetzt ist das eigentlich super sauber. Auch die Dichtungen sind alle top. Da habe ich eigentlich erstmal gedacht, vielleicht bestellst du die neu, aber die sind wirklich wie neu, sehen die aus. Deswegen, das werde ich auch so lassen. Ja, das auf jeden Fall ist schon mal fertig. Mein Becken oben, der Reefer, da muss ich noch mal gucken, ob ich den innen auch noch mal ein bisschen sauber mache, weil der hat ja hier innen solche Kunststoffverstärkungen, damit man hier beim Scheibeputzen die Silikonnähte nicht kaputt macht. Und dieses Kunststoff, das ist auch ein bisschen mit Kalk behaftet. Und da habe ich überlegt, ob ich mit Zahnbürste und Zitronensäure oder so auch noch mal ein bisschen das Ganze sauber mache. Aber danach muss ich halt alles gut spülen und so weiter. Da muss ich mal schauen. Ja, dann, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich euch letztes Mal ja schon erzählt, dass ich den Osmolator 3 nutzen möchte mit den Tank anstatt den paar Liter originalen Glastank. Und ja, und da wollte ich heute mal auf jeden Fall mal das Ganze aufbauen und schon mal ein bisschen probieren, wie das Ganze funktioniert und euch das zeigen. Dann habe ich auch so nebenbei noch mit dem 3D-Drucker hier solche Halterungen gemacht. Ist nicht perfekt der erste geworden, aber tut seinen Zweck erfüllen halt. Und zwar habe ich das so vorgehabt, dass ich die ganzen Controller, jetzt muss ich einmal kurz Handy ablegen, so die ganzen Controller, die möchte ich so quasi an der Tür höchstwahrscheinlich befestigen. Und zwar habe ich ja drei Strömungspumpen mit diesem Controller und die Rückförderpumpe. Und dann habe ich mir auch noch eine neue Dosierpumpe von Aquamedic gekauft, damit ich quasi alles einheitlich über eine App steuern kann. Ich weiß, viele von euch werden sagen, alles klar, lass mal lieber sein. Die App, die ist Katastrophe. Ja, ist natürlich nicht so cool, die App, finde ich auch, aber nichtsdestotrotz, ich möchte alles dann auf einer App haben und optisch sieht das alles auch gut aus, wenn das so in der Tür in Reihe
nebeneinander ist. Darunter dann auch wieder so ein Kabelkanal höchstwahrscheinlich. Und ja, und dann soll das dann so an der Tür befestigt werden. So, das dazu. Dann baue ich mal hier das Ganze auf und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da ist das gute Stück. Ich habe das ja schon zuletzt einmal ausgepackt. Ich hole mal die ganzen Sachen einmal raus. So, das sind die ganzen Teile hier. Einmal Netzteil, ganz klar. Dann hier Schlauch. Lang genug auf jeden Fall. Mit so einem Teil hier, so einer Klemme. Da kann man das am Aquarium oder beziehungsweise am Technikbecken festmachen. So, dann haben wir hier den Sensor mit den ganzen Anschlüssen. Hier ist so eine Kappe drauf, die kann man abmachen, um den zu reinigen. Und der besteht aus zwei Sensoren, einmal ein Infrarotsensor, genau wie bei den alten Osmolator. Der ist, muss ich ja mal kurz lesen, widersteht Luftblasen, Ablagerungen und Kratzern und hat eine Genauigkeit von 0,5 mm. Also der soll ja schon mal super gut arbeiten. Und dann der zweite Sicherheitssensor, der liegt dann halt ein bisschen höher. Der erkennt die Temperatur quasi. Wenn der im Wasser ist, dann wird er gekühlt sozusagen. Und wenn der an der Luft ist, dann ist die Übertragung halt von der Temperatur zwischen Wasser und Luft ganz anders, als wenn er im Wasser getaucht ist. Und dann wird der anspringen. Zusätzlich hat das ganze System noch eine automatische Abschaltung nach 10 Minuten, damit er nicht die ganze Zeit durchpumpt. Also da ist man auch schon mal auf der sicheren Seite. Und dann haben wir hier eine Pumpe und die soll wohl Tunze selber herstellen. Ich habe schon in anderen Videos gesehen, dass die auch viel, viel leiser sein soll als die alten Pumpen. Ich habe hier mal zum Vergleich von meinem Osmolator, den älteren Osmolator, eine Pumpe. Ja, sieht auf jeden Fall und fühlt sich viel wertiger an die neue Pumpe und arbeitet auch mit einer etwas anderen Technik und deswegen auch so leise. Und zum Vergleich nochmal hier die beiden Sensoren, hier so ein Schwebekörper, aber das ist jetzt der Nano, nicht der normale Klassik-Osmolator, sondern der ganz kleine. Aber auch hier mit diesem Schwebekörper, also das ist auf jeden Fall schon viel besser, was jetzt hier ist. Wobei der normale Osmolator, der ältere, der hat auch schon diesen Sensor zumindest gehabt. So, das dazu. Ach so, die ganzen Kabel, die sind wohl made in Germany, also auch super qualitativ, sehr gut und sollen wohl so einen weißen Zwischenmantel haben. Das heißt, wenn da irgendwelche Beschädigungen sein sollten, irgendein Abrieb oder so, dann merkt man das schon an den weißen Stellen. Ja, dann werde ich mal das Ganze jetzt mal zusammenbauen und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So, hier an der Pumpe. Ach so, die Pumpe, die schafft, ich glaube, 6,2 Meter Förderhöhe. Ist für mich natürlich auch sehr interessant, weil
Ich habe schon echt überlegt, ob ich einen Riesentank im Keller hinstellen soll, also meinen 60-Liter-Tank quasi nutzen soll, wo ich das Osmosewasser fertig mache und ob ich mit der Pumpe einfach dann das Osmosewasser hochpumpe, ohne dass ich dann immer Wasser schleppen muss. Mit einer Rückschlagklappe müsste das gehen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, das Ganze, aber wäre natürlich eine Idee. So, wie gesagt, das ist jetzt auch so fest drin. Das versenke ich dann jetzt mal da drin. So, die Magneten sind wie gewohnt von Tunze super stark. Also ich denke mal, für dieses Glas hier wird das auf jeden Fall schon zu stark sein. Ja, okay, die Kappe, die können wir ablassen, weil dann sehen wir auch, was da passiert. So, dann haben wir einmal hier einen Stecker für die Pumpe. Ist auch alles super markiert hier mit so Punkten, also echt für Doofe. So, das dazu. Und den anderen Stecker natürlich dann am Strom. So, mache ich einmal dran. So, bevor ich den stecke, werde ich jetzt erstmal den Sensor einmal ausrichten, damit ihr das auch besser sehen könnt. So, jetzt werde ich mal einmal den Strom anstecken. Da blinkt schon was weiß. Sobald der Strom bekommt, blinkt er erstmal, um den Sensor aufzuheizen. Blinkt er weiß. Der Vorgang kann abhängig von Luft- und Wassertemperatur bis zu wenigen Minuten dauern. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn sich da was tut. So, das hat mir jetzt doch etwas lange gedauert und hat sich nichts getan. Vielleicht ist das Wasser auch zu kühl gewesen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt einmal den Sensor an die Luft hochgemacht und dann hat das plötzlich sofort funktioniert. Ich weiß nicht wieso, weil der initialisiert sich und heizt sich auf der Sensor und vielleicht bei dem zu kalten Wasser hat das so lange gedauert und dass der jetzt nicht in Betrieb gegangen ist. Auf jeden Fall einmal kurz an der Luft. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich nicht, aber jetzt funktioniert das auf jeden Fall. Ihr seht, der ist oben an der Luft, der Temperatursensor und der untere Sensor, der ist jetzt im Wasser grün. Grün heißt Wasser okay. So, jetzt werden wir mal einmal testen und etwas Wasser entnehmen. Blau. Ja, das sieht schon mal gut aus. Also blau heißt Wasser niedrig dosieren. Ne? Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Blau, Wassermarsch. Ich meine, bekommt man im normalen Betrieb sowieso nicht so viel mit davon, aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Das hat er schon mal gut gemacht. So sieht das jetzt aus.
Noch einmal das Ganze. Filme das jetzt mal von der Seite hier. Wasser entnehmen. Blau. Ja, perfekt. Also jetzt versuche ich noch mal. Etwas mehr Wasser reinzutun. Einen Moment, ich komme sofort wieder. So, dann schauen wir nämlich einmal an, ob der obere Sensor auch dann halt anspringt. Ja, sofort. Hätte ich nicht gedacht, dass das echt so schnell den Temperaturunterschied wahrnimmt. Jetzt nehme ich das mal wieder weg. Geht auch super schnell. Also rotes Leuchten ist dann der Sicherheitssensor. Weißes Blinken am Anfang Initialisierung. Dann die Initialisierung. Genau, die ist auch noch beschrieben als, wenn die schnell blinkt, dann ist eine Boost-Förderleistung quasi, dann wird er bei größeren Becken etwas mehr fördern, wird die Pumpe mehr fördern und wenn das langsam weiß blinkt, dann halt die normale Standard-Förderleistung. Mit den, wie man das einstellt oder ob sich das selber einstellt, müsste ich mich nochmal belesen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Was noch zu erwähnen ist, was ich grob gelesen habe, dass die Pumpe, die hat noch einen automatischen Trockenlaufschutz mit automatischem Wiederanlauf nach 5 Minuten. Das schützt die Pumpe vor Überhitzung und übermäßigem Verschleiß. Und der automatische Wiederanlauf verhindert, dass der Osmolator den Betrieb aufgrund eines Fehlalarms einstellt. Und dann steht hier noch, Gleiches gilt für den eingebauten Blockadeschutz mit automatischem Wiederanlauf. Also ist da in der Pumpe auf jeden Fall auch gute Technik drin. Und im Vergleich zu den, jetzt nicht zu meinen alten Osmolator Nano, sondern zu diesen Standard Classic, den älteren, der hatte ja so eine Steuereinheit, so eine rechteckige, die fällt dann halt weg, ne? Also ihr habt jetzt die ganze Technik komplett hier in den Sensor, denke ich mal, verbaut, ne? Also eine super Sache auf jeden Fall und wie ihr gesehen habt, klappt das auch sehr gut. Ich freue mich auch richtig, dass dann bei meinen neuen Aquarium anzuwenden und ach so, und ihr habt ja jetzt gehört, denke ich mal, dass die Pumpe super leise ist eigentlich, ne? Also ich habe den Kanister direkt daneben hier stehen und ich weiß ja von der älteren Pumpe, die ich euch gerade gezeigt habe, die hat schon richtig gedröhnt und jetzt die Pumpe war eigentlich super angenehm. Also ich habe da eher das Wasser plätschern gehört anstatt die Pumpe. Ja, und auf das Ganze gibt es dann auch noch 5 Jahre Garantie. Und ihr wisst ja Bescheid, Tunze, super kulant, super hilfsbereit. Da brauche ich ja keinem was zu erzählen. Das wisst ihr ja selbst oder habt ihr bestimmt schon gehört. Also da macht ihr bestimmt nichts falsch damit. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon, das Ganze dann, wenn es soweit ist, in mein Becken einbauen zu können. Und ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, wie alles dann funktionieren wird und so weiter. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch schon mal schöne Weihnachten, schöne Feiertage und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde ja zwischen Weihnachten und Neujahr, werde ich dann ein bisschen hier weiter starten mit den Becken. Und dann erst die neuen Videos aufnehmen.
Da werdet ihr dann alles wieder mitverfolgen, wenn ihr wollt, mit Riffaufbau und das Ganze drum und dran. Ihr wisst ja Bescheid. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.